Der TECD18LI Brushless ist ein Akkubohrschrauber von Einhell mit bürstenlosem Motor. Eine Technologie, welche mehr Power, weniger Energieverbrauch und längere Haltbarkeit verspricht. Betrieben wird der Bohrschrauber mit den Akkus der Exchange-Serie, welche für eine Vielzahl an Geräten verwendet werden können. In meinem Fall habe ich den 3 Amperestunden Akku gewählt, der für eine komplette Ladung etwa 75 Minuten benötigt. Der Akkubohrschrauber besitzt ein Schnellspannbohrfutter für Bohrer mit bis zu 13 mm Durchmesser. 2 wählbare Geschwindigkeitsstufen für Schrauben und Bohren sowie 20 Stufen zur Drehmomenteinstellung. Am Fuße des Griffs befindet sich eine LED zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs, welche sich schon beim Antippen des Gashebels aktiviert und nach dem Bohren noch einige Sekunden weiterleuchtet. Der inkludierte Handgriff und der Gürtelclip können beidseitig montiert werden. Für folgende Arbeiten eignet sich der TECD18LI Brushless. Zum Eindrehen oder Lösen von Schrauben mit einem Drehmoment von bis zu 60 Newtonmetern. Zum Bohren von Löchern in Holz und Metall. Der zusätzliche Handgriff sorgt gerade bei größeren Bohrungen für Stabilität und exakte Führung. Zum Mischen und Anrühren von Farben. Zum Anschleifen diverser Materialien. Bei der Verwendung des Gerätes sind mir folgende Dinge aufgefallen. Es ist klein, hochwertig verarbeitet und liegt mit seinem ergonomischen Griff ausgezeichnet in der Hand. Dass die LED auch ohne Drehung des Bohrfutters leuchtet, ist eine erhebliche Erleichterung beim Arbeiten in dunklen Ecken. Im Vergleich zum Vorgänger TECD18LI wurden alle meine damals erwähnten Kritikpunkte behoben und so kann ich für dieses Gerät eine uneingeschränkte Kaufempfehlung geben.